So Freunde, fast 15 Uhr. Sei willkommen zum nächsten Video. Kurz vor Rons zu Hause. Und dann geht's gleich los. Und zwar nach Berlin. Bis später. Cause tonight we're fire, break out. Going straight to
So Freunde, zwei Menschen mit komplett verschiedenen Grundsätzen. Erstmal Sonnenbrille, erstmal Vlog. Ja, 2-2 in Berlin mitgenommen. Ist alles andere als schlecht. Ich habe ja 1-1 getippt, habe nicht dran geglaubt. Aber Soberg, Schmiedebach, läuft bei denen. Und dementsprechend kriegen wir es tatsächlich hin, dass wir einen Punkt aus dem Problem. Das ist unglaublich. Ich habe ein paar von euch getroffen. Für alle die, die ich nicht getroffen habe, jetzt ist es zu spät, aber ich werde am Samstag noch in Berlin chillen. Vielleicht treffe ich da noch mal ein paar. Ich werde es auf Twitter ankündigen und so, von daher vielleicht haben wir da noch mal die Chance. Zum Spiel wird noch mal eine Analyse kommen, die wird, denke ich, mal am Montag hochgeladen. Ich denke, früher schaffe ich es nicht, weil ich ja Samstagabend frühestens zu Hause bin. Also Samstagnacht eigentlich, ja. Meine Stimme ist eigentlich komplett weg. Gute Stimmung war auf jeden Fall, gar keine Frage. Ihr habt mal gesehen, wie die 96-Spieler ganz nah dran waren, was ich auch in der Analyse noch mal erwähnen werde. Sehr respektlos von der UH, das Trikot zurückzuwerfen, was von irgendeinem Spieler ins Publikum geworfen wurde. Der Kollege hat sich richtig gefreut, dann kam irgendein UHler. Naja, ist schade, aber ich kann auch verstehen, dass Spielebachs Reaktion dann so ist, dass er das Trikot umkrempelt und auf 96 Trikot zeigt. Im Endeffekt muss man die Mannschaft unterstützen, gerade nach so einer Leistung wie heute, die haben echt eine Reaktion gezeigt. Stendl hat seine Mannschaft gut eingestellt und ich denke mal, dass wir das Ganze nochmal genauer erörtern werden in der Analyse. Wir machen uns immer auf den Weg, würde ich sagen, zu unserem Schlafplatz. Dank diesem Kollegen hier, dank diesem kleinen Kerl, haben wir das irgendwie hingekriegt. Und morgen gibt es dann den nächsten Vlog, und zwar den zweiten Tag aus Berlin. Da freue ich mich schon drauf. Aber jetzt ist einfach noch Feiern angesagt für den Punkt, den 18. Wir sind volljährig. Endlich harten Alkohol. Ja, gut. Das war's mit diesem Video, würde ich sagen. Vielleicht melden wir noch mal zu Hause. Das, ja, also zu Hause. Aber ja, Schlafgelegenheit, das mache ich, glaube ich. Deswegen, bis später.